Wenn die Sonne untergeht, werfen auch die größten Zwerge keinen Schatten mehr. So geht es Armin Laschet, dem Herrn Rossi der deutschen Innenpolitik, der nach den Katastrophenjahren Merkels das Glück suchte und doch wenig überraschend nur die Dämmerstunde des prophezeiten Wahldebakels vorfand. Nun steht er da, zusammengestutzt, auf einen Laufmeter, der Nachlassverwalter, der wir schaffen, das Politik seiner Ahnfrau des Untergangs und Verwalter den Schutt und die Asche, die Angela ihm freundlicherweise tonnenschwer in Berlin hinterlassen hat. Kanzleramt ist abgebrannt, lautet die Devise für CDU und CSU, die die zu lange ersessene Macht nun ausgerechnet dem farblosen Olaf Scholz samt der Gespenster aus der sozialistischen Geisterbahn wie Saskia Esken und Kevin Kühnert frei Haus schenkt. Dabei hat sich Systemgünstling Armin so bemüht, in die großen Stöckelschuhe der Alten einzutreten und ist nun der Watschenmann, der eben gar nichts kann. Die Gründe sind recht einfach. Es rächt sich, dass mit Laschet ein willfähriger und verwaltender statt gestaltender Systemgünstling der Alten, ein Mann ohne Eigenschaften, mit Tricks die schmutzige Karriereleiter erklommen hat, dessen einzige Qualifikation offenbar die Körpergröße war, um unter dem Türschlitz des Kanzleramtes hindurchzurutschen. Der Facettenreichtum seines von Spindoktoren versteckten Charakters blitzte ausgerechnet in der Hochwasserkatastrophe auf, als er sich beim Anblick des Unglücks anderer den Bauch vor Lachen kaum halten konnte. Und last but not least setzt Laschet jene Politik fort, für die Merkels Partei die letzten Jahre bei jeder Wahl ausnahmslos abgestraft wurde. Für das Kanzleramt reicht das nicht, bestenfalls für den goldenen Blumentopf des ewig Zweiten, dem ihn ausgerechnet Scholz überlassen wird. Wenn Deutschland auf eine große Streit- und Stillstandskoalition zusteuert unter Kanzler Scholz und seinem Schleppenträger Vizekanzler Laschet. Es findet halt auch unter umgekehrten Vorzeichen zusammen, was zusammengehört. Oder es kommt halt selten was Besseres nach.